Wir sind im Landeanflug. Kommen Sie rein. Nehmen Sie Platz. Und wir wollen hier jetzt im Folgenden gleich zusammenlegen nochmal, was wir heute so gehört haben, getan haben. Und natürlich mache ich das nicht selbst, sondern habe mir zwei Herren dazu gebeten, die das machen. Stelle ich Ihnen gleich vor. Ich hoffe, Sie hatten eine fruchtbare Workshop-Phase. Ich bin so hier und da mal durchgegangen, habe mein Ohr reingehalten. Auf jeden Fall waren Sie alle engagiert am sich austauschen. Und ich habe ganz viele Erfahrungsberichte gehört. Bei mir im Bundesland ist so, bei mir an der Schule ist so. Also ich glaube, der Austausch war schon fruchtbar, würde ich mir zumindest wünschen. Und ich höre jetzt hier auch schon so leise die Synapsen quietschen. Und vielleicht knurrt auch schon der eine oder andere Magen, zumal ja die Kollegin draußen tückischerweise auch die Weingläser schon auf die Bar gestellt haben. Also Sie wissen, es gibt auch noch einen Epilog. Deswegen fassen wir uns jetzt hier im Folgenden kurz. Also, wir wollen jetzt einfach nochmal mit Menschen aus dem Netzwerk für das Netzwerk zusammenlegen, zusammentragen. Was ist denn heute aufgefallen bei diesem dichten ersten Tag zum Auftakt von Lernen Digital? Und dazu habe ich hier bei mir auf dem Podium Björn Nölte, als ich Sie zuletzt getroffen habe. Das war, glaube ich, vor 4 Jobs. Also ich glaube, dazwischen liegen 3 andere Stellen. Inzwischen sind Sie Referent in der Schulaufsicht der Evangelischen Schulstiftung für Berlin und Brandenburg. Also befugt zu sprechen über das, was er beobachtet hier in der Region. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Vielen Dank. Und dann, Sie können auch gleich netzwerken, weil ich habe festgestellt, Sie kennen sich noch gar nicht, ist Johannes Terwitte bei uns. Vorstand und Lernbegleiter aus der kleinen Dorfschule im Lasaner Winkel. Und da muss ich erst mal nachgucken, ehrlich gesagt. Lasan, ich habe es in der Vorbereitung gelernt. Ich meine, ich frage erst mal, wissen Sie, wo Lasan liegt? Okay, also ich hoffe, okay, bitteschön. Okay, alles klar. Da Sie kein Mikro haben, spreche ich aus. Ich musste es nachgucken in der Vorbereitung. Das ist eine Stadt mit knapp 1500 Menschen, also eine der kleinsten Städte Deutschlands und die drittkleinste Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Also offenbar ein Ort, eine Gemeinde mit einem uralten Stadtrecht, das erhalten geblieben ist. Herzlich willkommen auch Ihnen. Vielen Dank. So, das war jetzt ein Learning des heutigen Tages. Bitteschön. Ich hoffe nicht das Einzige, das mit dem Lasaner Winkel. Und ich fange ja mal bei Ihnen an zu fragen, was nehmen Sie mit, was ist euch aufgefallen, was sticht hervor vielleicht in so einem Recap des heutigen Tages? Ja, ich fange gerne an. Bitte. Also zum einen zu sehen, wie viele Menschen an guter Schule und guter Schule im, auch im digitalen Sinne forschen und ne, das glaube ich geballt heute ganz schön was erlebt, zu sehen gewesen. Mhm. Und aus der Praxis kommt, bin ich ja, ne, wir profitieren davon, wenn Innovationen nach vorne gebracht werden und wenn irgendwann was ankommen kann und wir gucken uns um und bis das, was hier passiert, bei uns landet, da war mein Eindruck, das wird einige Jahre dauern, selbst wenn es gut geht. Mhm. Und da habe ich immer mal reingehört, wie sind denn die Wege eigentlich in die Praxis? Und zum Teil sind sie vorgezeichnet und vorgegeben und ich habe das in allen Gesprächen, die ich geführt habe, eigentlich als da ging so eine Entspannung durch die Menschen, wenn sie sagen, na, wir wissen schon, unser Forschungsergebnis werden wir hier einspeisen können. Mhm. Oder was hierbei rauskommt, das geht diesen Weg. Also so ein paar Vorgaben, also Mundo zum Beispiel als Plattform oder die anderen, das hat den Beteiligten, glaube ich, gut gefallen. Und das nehme auch ich mit, dass es wichtig ist, sowas zu setzen. Zum Beispiel für uns als Schule, wo sehen wir die tollen Unterrichtseinheiten, die tollen Vorschläge, wie kommen die bei uns an? Ich möchte ja nicht E-Mails von 100 Forschungsverbünden erhalten, die sagen, hier, nutzen Sie unser tolles Angebot, sondern eigentlich braucht es einen Ort, wo ich es mir abholen kann. Mhm. Und Mondo ist für uns aus der Praxis gesprochen ein so ein Ort. Mhm. Welche anderen Wege wünschen Sie sich denn? Also welche Wege führen denn erfolgversprechend in den Lasaner Winkel? Erfolgversprechend für uns sind Dinge, wo wir kompetenzorientiert, also wenn wir mit unseren Schülerinnen und Schülern arbeiten, dann schauen wir, welche Kompetenzen brauchen die und legen Lernlandschaften an, schauen, wie wir das gut machen können. Und ja, wir sind in Mecklenburg-Vorpommern und orientieren uns an den dortigen Rahmenlehrplänen, aber
für uns ist der Fokus als freie Schule auf Mecklenburg-Vorpommern nicht so wichtig. Wenn wir guten Matheunterricht machen, dann würden wir uns gerne an dem bedienen und schauen, wie wir das machen, was sozusagen deutschlandweit, keine Ahnung, Bruchrechnen, Klasse 6, Standard, was wird da Gutes zugearbeitet? Wie kann man künstliche Intelligenz, wie kann man einfach Settings so aufbauen? Und da ist so viel Expertise dafür da, die ist für uns aber selten zugänglich, mhm, aus der Praxis. Und das ist ein Anliegen, was ich hier mit reintrage und wo ich heute, dafür soll eigentlich das ganze Projekt ja auch nicht in erster Linie sein, das muss dann die Transferstelle hinten raus irgendwie mit Brokerinnen und so weiter und so fort aufbauen. Aber da was zu schaffen oder die bestehenden Container so aufzuwerten, dass die wirklich gut nutzbar sind, zum Beispiel angedockt an Kompetenzraster, wo man sagen kann, ja, das ist ja nicht dann nur für ein Bundesland sinnvoll, sondern für alle. Und das ist was, wo ich denke, das ist jetzt nicht der jetzigen Förderphase oder der heutigen Veranstaltung zu schulden, aber da können wir noch eine Schippe drauflegen. Und die Dringlichkeit in den Schulen ist sehr groß, da auf die Art und Weise die gute Arbeit, die gemacht wird, auch zugänglich zu haben. Ich sprach mit einer Schulleiterin, die da noch viel klarer zugesprochen hätte, wie groß die Dringlichkeit ist. Ich hatte jetzt erwartet, der Satz geht mit brachialer weiter. Ja, brachialer, ich wollte einen etwas diplomatischeren Weg wählen, Wort. Aber ne, einfach klarzumachen, da ist der Bedarf sehr, sehr groß und das viele, was da gearbeitet wird, da gute Wege zu finden, wie das eigentlich in die Praxis gehen kann, da würde ich mir wünschen, dass da noch ein besonderer Fokus drauf gelegt würde, vielleicht in einer weiteren Forschungsrunde. Ein Beispiel war, es gibt einen Beirat für internationale Mitforschende. Mhm. Und einen Praxisbeirat, ich weiß es, wo einfach geprüft werden kann, vielleicht auch schon eine Eintütung des Projektes, wie relevant ist das? Wie wird es eigentlich ankommen? Weil ich bin gespannt, was Sie erzählen, aber bei vielen Projekten stand es jetzt noch nicht sofort im Fokus. Auf jeden Fall nicht der Weg bis zu uns in den Lassaner Winkel. Der noch zu finden sein wird. Herr Nölte, was nehmen Sie mit an Gedanken, an Impulsen vom heutigen Tag? Ja. Und ich muss dazu sagen, Sie haben, da haben wir uns zum ersten Mal gesehen, waren lange praktizierender Lehrer. Jetzt sind Sie in der Schulaufsicht. Also Sie können da ja unterschiedliche Perspektiven bedienen. Mhm. Gerne. Also ich finde es ja schon mal toll, dass zum Abschluss dieses ersten Tages dann wirklich auch die Praxis hier vorne auf der Bühne sitzt. Weil Lerner. Das hoffe ich nur, dass das nicht ein Feigenblatt ist, denn Lernen Digital nimmt sich ja eigentlich vor, den Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis zu generieren und zu verbessern. Und irgendwie bin ich ja immer noch ein bisschen auch auf der Suche, was man eigentlich unter Praxis versteht. Denn vielleicht ein bisschen provokant gesagt, ich glaube, ich bin auch 7 Jahre lang in der Lehrerbildung tätig gewesen, also einer meiner vielen James-Bond-Jobs. Also ich war auch in dieser zweiten Phase tätig und kann sagen, dass in dem Moment, wo Erkenntnisse aus der Wissenschaft in die Landesinstitute fließen, heißt es noch lange nicht, dass die dann auch wirklich in der Praxis angekommen sind. Also Praxis heißt für mich eigentlich das, was hier auf der Bühne sitzt. Und vielleicht noch eine zweite provokante... Aber Moment, merken Sie sich bitte das Zweite. Ich will das Erste nochmal... Ich bin gerade im Furor, aber gut. Nochmal genauer beleuchten, um es selber zu verstehen. Ja. Wieso sind denn da Erkenntnisse, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, versandet, die dann in den Schulen nicht angekommen sind? Na gut, also das ist natürlich ein sehr weites Feld. Also die Landesinstitute jetzt über einen Kamm zu brechen, sind schwierig. Aber ich glaube, dass das sind natürlich eher anekdotische als evidenzbasierte Sicherheit, die ich da habe. Ich glaube, weil ich an der Uni tätig war und auch in der zweiten Phase tätig war, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, dass wenn wir wirklich die Praxis erreichen wollen und sogar Lassaner Winkel am Ende, dann reicht es nicht, sich nur Gedanken zu machen über den Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Landesinstitute, sondern für mich ist das Interessante, da kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf, an diesem ganzen Konstrukt, sind diese Brokerinnen, sind diese Transferstellen. Also sich mit sehenden Augen und großen Ohren umzugucken, was passiert bereits und wie können wir wirklich diesen Transfer gestalten, sodass der, und das ist mein Anliegen, in der Breite ankommt. Nicht bei den Spitzen, die sowieso schon immer bedient werden innerhalb der Lehrerschaft oder innerhalb der Schulen, sondern in der Breite. Und das ist, glaube ich, eine große Schwierigkeit. Und Praxis heißt für mich eben, wirklich die Breite der Lehrerschaft in der ganzen Republik und nicht nur die, die sich sowieso schon dafür interessieren. Mhm. Ich habe mich vorhin ein bisschen rumgetrieben hier in den Workshop-Räumen und war in dem,
direkt hier nebenan zu den Bundesländern. Ich habe natürlich die Kontexte nicht immer mitgeschnitten, weil ich nur so reingedroppt bin, aber an einem Tisch ging es gerade drum, da war so der Bericht aus der Praxis, dass in dem Bundesland, um das es da gerade ging, in der Kommunikation zwischen Institutionen innerhalb eines Bundeslandes die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut. Sie machen ja jetzt noch einen viel größeren Horizont auf, indem Sie sagen, das soll dann nicht nur an die Projektschulen, an die Leuchtturmschulen und zu den Lehrerinnen und Lehrern, die sowieso dabei sind, sondern eben dieser Strudel soll alle erfassen. Das wollte ich jetzt nur noch mal hervorheben, hatte Sie aber vorhin, bin ich Ihnen reingekrätscht, als Sie da gerade so schön Fahrt aufgenommen haben und zu Punkt 2 kommen wollten. Jetzt bin ich schon wieder ganz ruhig, aber dann sag ich's doch noch. Also ich will da jetzt nicht krampfhaft enfant terrible spielen, aber ich finde das schon auch bemerkenswert, wenn man von Wissenschaft und Praxis spricht und dann in dem Begleitgremium, was ganz ehrenhaft arbeitet, zu dem ich dankenswerterweise auch eingeladen bin und da Mitglied bin, aber wir sind genau zwei VertreterInnen aus der Praxis in diesem Begleitgremium und ich bin ja eigentlich nur so eine halbe Nummer, weil ich selbst ja gar nicht mehr direkt in Praxis tätig bin, sondern in Schulaufsicht bin. Also ich finde, solche Stimmen wie Ihre, die müssten unbedingt Gewicht bekommen in diesem ganzen Konstrukt und dafür möchte ich einfach werben, dass das auch mit einbezogen wird, dass nicht die Gefahr besteht, dass man zu sehr Transfer auch als einseitige Geschichte der Richtung versteht, sondern dass das, und das habe ich in tollen Workshops heute miterlebt, da war immer wieder die Rede von Augenhöhe und auch von Zuhören, also Stichwort fragendes Forschungsdesign mit Einbeziehung der Stimmen aus der Schule. Und ich glaube, diese Augenhöhe, die ist dringend notwendig. Und deswegen bin ich froh, dass Sie da sind. In einem Workshop, in dem ich war, wurde gerade dieser Punkt der gemeinsamen Haltung, das ist vielleicht diese Augenhöhe, verhandelt. Haben Sie, Herr Terwitte, eine Idee, wie die herzustellen ist? Weil die beteiligten Institutionen, Personen, Akteure, Akteurinnen sind so unterschiedlich. Und Sie haben es ja gerade schon gesagt, es gibt die sind ja sowieso schon dabei. Also alle, die hier sitzen zum Beispiel und die Sie noch repräsentieren. Aber wir müssen ja eigentlich an die heute nicht da sind. Also ich persönlich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es an der Augenhöhe gemangelt hat. Also heute hier nicht, aber es ist die, eigentlich ist die Frage, wie das in den Alltag, vielleicht auch in den Forschungs- und Entwicklungsalltag reinzubringen ist. Ich hörte eine Stimme, die sich wünschte, dass die Forschenden zumindest alle Vierteljahr wirklich ein, zwei Tage in der Schule sind. Sie sollen sich irgendeine Schule aussuchen in ihrer Nähe und einfach dort sein und mal mit den Menschen sprechen, was die eigentlich brauchen. Nun ist es, wenn ich, keine Ahnung, ich hatte heute so eine Virtual Reality Brille auf, ne, ist es wahrscheinlich, wenn ich daran forsche, nicht direkt relevant für mein Forschungsprojekt. Deswegen mache ich es vielleicht auch nicht, aber trotzdem zu schauen, ja, wie kommt es denn, wie wird es denn irgendwann in 10 Jahren in diese Schule kommen oder schon in 5, da muss ich ja eine Beziehung zu aufbauen. Ich glaube, in dem Moment, wo ich das tue, wird es auch relevanter. Und wenn die eigene Forschung relevant sein soll, das muss ja auch nicht immer alle Forschung direkt sein, aber ich glaube, dann wird es spannend und ich habe da keine Haltungsschwierigkeiten gesehen heute, aber ich glaube, im Alltag ist es immer, sollte man dafür auch den Raum noch schaffen. Ich will nochmal andocken an Ihr Beispiel mit der VR. Tatsächlich gibt es ja einige Schulen, Berufsschulen, auch andere Schulformen, da ist das nicht Captain Future in 5 oder 10 Jahren. Tatsächlich holen die sich die Leute mit der Expertise und dem Equipment in die Schule und erproben daran die verschiedensten Sachen oder gehen in die verschiedensten Berufsfelder mit der VR. Aber das nur als Fußnote. Sie, Herr Nölte, wollten, glaube ich, noch was ergänzen. Zumindest hoben Sie gerade den Zeigefinger. Ja, ich wollte so eine Idee auch einfach loswerden, weil das, was ich auch wahrgenommen hatte in den Diskussionen, war nicht Verzweiflung, aber doch die große Suche nach, wie können wir denn diesen Transfer herstellen? Wie können wir das vor allen Dingen auch verstetigen? Nicht? Es geht ja auch weniger um so punktuelle Geschichten, sondern muss darum gehen, dass man auf lange Sicht verstetigend Veränderungen herbeiführt. Und zwar aus meiner Sicht, wie gesagt, nicht nur bei denen, die sich interessiert, Dinge abholen, sondern wirklich in der Breite eines ganzen Kollegiums. Und da gibt es
glaube ich, die Schwierigkeit. Also meine Schulleitung, die kriegen jeden Tag ungefähr 15 bis 20 E-Mails mit Angeboten von irgendwelchen tollen Initiativen, die meistens ungelesen beiseite gewischt werden. Ich kenne es wahrscheinlich auch. Es ist ein Überangebot einfach da. Also man kommt, wenn man jetzt, wenn ich jetzt meine Schulleitung komme mit Lernen digital, hat hier ABC, tolle Angebote, lasst uns das mal machen, dann ist bei den meisten die Reaktion, das kann ich meinem Kollegium nicht auch noch zumuten, obendrauf noch mehr zu machen. Aber es gibt einen Hebel, der relativ leicht zu bedienen ist, das sind diese pädagogischen Tage, Studientage. Jede Schule hat bei uns 2 bis 3 Studientage, pädagogische Tage. Und wir kriegen, Uta Hochtum ist ja auch im Raum beim Institut für zeitgemäße Prüfungskultur, kriegen wir ehrlich gesagt jeden Tag Anfragen aus ganz Deutschland zu diesen pädagogischen Tagen. Kommen Sie doch zu uns, machen Sie einen Vortrag den ganzen Tag, danach machen wir Workshops, damit sind viele zufrieden. Wenn es gelingen würde, Themen bei Lernen digital so abzubilden, dass die für diesen Kontext interessant sind, dann könnten ganz viele Schulen erreicht werden und bei den pädagogischen Tagen, da sind nicht nur die 3 digital affinen, da sind alle. Und wenn man das schafft, da pädagogische Tage dann nicht nur zu einem Termin, sondern für ein Schuljahr zu füllen mit Angeboten, das wäre was Neues, das wäre gut und das wäre aus meiner Sicht ein guter Hebel, der ist jetzt sehr praxisorientiert, um da einen Transfer möglicherweise zu gewährleisten. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, also so ein Studientag schockt es nicht, wir brauchen dann schon sozusagen eine Einführungsphase, nochmal eine Feedbackphase und so weiter. Also nicht nur vorne der gelehrte Vortrag, der dann vorturnt, so und so könnte es gehen, sondern dann auch eine Begleitung in die Praxis, in die Umsetzung rein. Wir sind jetzt sehr praktisch, aber die besten Erfahrungen haben wir gemacht mit Schulentwicklungsprozessen, die wirklich die ganze Schulgemeinschaft abholen. Also ganz toll, ESBZ in Berlin, die machen Projekt Zukunftswerkstätten mit Schülern, mit Eltern, mit externen Partnern. Die sind schon geplant für Jahre oder für einen großen Zeitraum. Man trifft sich als Schulgemeinschaft, trifft Verabredungen und da kommt eben nicht nur Uta oder ich und halten einen Vortrag und dann tschüss, sondern das ist ein Prozess, der aber auf der Basis der ganzen Schulgemeinschaft getragen wird und langfristig angelegt ist. Und wenn Lernen digital es schafft, sich da einzuklinken, das wäre, glaube ich, eine gute Chance. Also liebe Brokerinnen, ich bin gerne dabei, falls Sie möchten. Vielleicht gucken wir uns diesen Transfer nochmal an Ihrer Schule an. Sie haben so genickt, als Björn Nölte sagte, 15, 20 Mails, die man dann mal in den Papierkorb verklappt, weil sowieso schon der reine Zeitfresser, das zu lesen, das einzuordnen und irgendwie zu qualifizieren. Wie läuft denn bei Ihnen der Transfer? Also wenn Sie an irgendein Thema ran wollen in Ihrer Schule, die sich ja kleine Dorfschule nennt, also stelle ich mir mal vor, dass die Schulgemeinschaft übersichtlich ist. Wie kriegen Sie die alle an Bord und wie setzen Sie so einen Transferprozess auf? Also wir tun das auch so, dass wir, also zum einen ist es eingebettet ja in Schulentwicklung grundsätzlich und ich glaube, dass auch der Strang Schulentwicklung, auch wenn die Forschungsvorhaben, die ich da gesehen habe, ein bisschen viel abgedrehter sind als das, was wir täglich nutzen würden, ist es doch wichtig, den zu beleuchten, weil es geht nicht um einen einzigen pädagogischen Tag. Ja, dann macht das Duff und Feuerwerk und vorbei. Es geht darum, das in die Breite zu bringen und auch in die Distanz und dann in die Umsetzung. Und da ist es für uns so, dass wir uns themenspezifisch einfach was vornehmen und dann gucken, wie können wir dazu bekommen und uns zum Beispiel Expertise einholen für diesen Tag oder für den Prozess. Und da ist die Frage, wo tue ich das zum Beispiel zum Thema Lernen und Digitalität? Und wenn, wo kann es da, also in ähnlicher Weise wie wir für die Kompetenzen, die wir für Unterrichtsentwicklung brauchen, die suchen wir uns von wo zusammen und gucken, wo wir kopieren können von denen, die es richtig gut machen. Und auf die gleiche Art und Weise könnten wir das in Schulentwicklung tun. Da könnten Prototypen für solche Schulentwicklungsbausteine oder Schulentwicklungstage sein, wo man dann anknüpfen kann und weitergehen kann. Und ich glaube, das ist was, wenn ich das runterladen könnte, mir angucken könnte, wie lief das und auch noch Erfahrungswerte von anderen Schulleitungen bekomme. An dem Punkt denke ich, das ist eine Website, da gehe ich wieder hin. Und wenn das im Lernen digital so, also ein Ort würde zum Ansteuern, ich glaube, das wäre für die vielen, die hier mit ihren Projekten ja dazu beitragen wollen, wird es sicherlich auch noch Ansporn zusätzlich, wenn das auf die Art und Weise Nutz bringt, auch tatsächlich für unsere Schule oder anderen wäre. Mhm.
Vielleicht haben Sie noch ein paar andere Beobachtungen aus den Workshops, aus den Veranstaltungen hier im Saal Moskau oder eben auch immer ja nicht ganz unerheblich aus den Gesprächen so am Buffet zwischen Obst und Croissant und einer Tasse Kaffee, was Sie so aufgeschnappt haben, was Sie hier noch mal ein bisschen größer aufziehen und reintragen könnten. Also was mir aufgefallen ist, ist, dass das wirklich, das ist was in vielen Workshops auch gesagt wurde, dass immer Menschen gebremst wurden, die was ganz Neues an Plattformen und Strukturen entwickeln wollten. Ich glaube, wir haben schon ganz viele Strukturen, die bedient werden können und wir müssen nicht weitere Plattformen erschaffen und die Sache komplizierter machen, sondern wir müssen uns, glaube ich, einklinken in bestehende Strukturen, was an vielen Stellen auch schon toll passiert. Mhm. Also dass Wege des Transfers über zweite Phase, dritte Phase oder auch direkt mit Schulen, dass die genutzt und verstetigt werden. Das Forum Bildung Digitalisierung hat ja zur Schulentwicklung auch schon ganz erfolgreiche Projekte angestoßen, umgesetzt, wo mit vielen Bundesländern zusammengearbeitet wird, wo nicht versucht wird, was Neues anzufachen, sondern bestehende Strukturen zu sichten, klug zu überlegen, wie können die verbessert und angereichert werden. Ich glaube, das ist ein Weg, der erfolgreicher ist, als völlig neue Plattformen und Strukturen zu etablieren. Stimmen Sie dazu, würden Sie auch sagen, lieber mal konsolidieren, was so da ist und was gut funktioniert, statt jetzt so überschäumende Ideen zu entwickeln und da noch was und da hätte ich noch eine Idee? Ja, das würde ich unterstreichen. Und gleichzeitig aus der Perspektive der unseres kleinen Dorfes. Wir sind im Übrigen nicht in der Stadt Lausanne mit 1200 Einwohnern, sondern auf dem Dorf daneben mit 70 Einwohnern. Das hatte ich unterschlagen. Ja. Und von dort geguckt, das will ich nochmal, also da ist es uns, da freuen wir uns, wenn es 10 oder 15 Anlaufpunkte gibt, aber wenn zum Beispiel die Materialien, die es als Open Education Resources gibt, wenn die nicht auf 12 verschiedene Seiten verstreut sind, und ich dann jeweils gucken muss, sondern wenn jemand sich die, damit kann man wahrscheinlich keine Habilitation gewinnen, aber es ist wirklich wichtige Arbeit für uns, dass das an ein oder zwei Orten ist. So komplex sollte es nicht sein, aber da sind wir vielleicht eher im Bereich Organisationsentwicklung, Netzwerkdesign und so weiter. Das ist spannend für uns. Insofern ja, kein 13. Netzwerk und ich wünsche mir auch, dass unser Landesinstitut nicht glaubt, dass der sozusagen Mathe jetzt für Mecklenburg-Vorpommern Klasse 6 Bruchrechnen ganz gesondert irgendwie nochmal digital aufbereiten muss, sondern dass man merkt, dass das wahrscheinlich in Nordrhein-Westfalen und Bayern recht ähnlich unterrichtet wird, wenn es gut ist oder dass dafür gute Lern- und Lehrsettings geschaffen werden. Also da hinzugucken, dass man halt nicht was Neues macht, besonders nicht auf Bundeslandebene, sondern dass das, was es gibt, da auch deutschlandweit konsolidiert werden kann. Wir haben jetzt über Transfer gesprochen und wie Sie sich denn wünschen und über diesen Terminus gemeinsamer Augenhöhe und jetzt zum Schluss über die Plattform. Gibt es weitere sachdienliche Hinweise von Ihnen, entweder zu dem, was Sie gehört haben heute im Laufe des Tages oder was Sie vielleicht auch schon mitgebracht haben und sich denken, den Molly schmeiße ich jetzt hier 6:55 nochmal rein. Ich hätte keinen Molly, aber nur eine Erfolgsgeschichte. Vielleicht ist die interessant. Also ich kenne jetzt diese 186 Projekte nicht so gut im Einzelnen, dass ich über jedes Einzelne, über den Stand was sagen könnte. Aber was ich als erfolgreich erlebt habe in Potsdam, nun zufällig, war partizipatives Forschungsdesign. Also dass man von Seiten der Uni nicht mit einer fertigen Schachtel an die Schule kam und sagte, guckt mal, so wollen wir das machen, wollt ihr mit uns zusammenarbeiten, sondern dass man, soll man sagen, halbfertig an die Schule kam. Also man hatte ein bestimmtes, in dem Fall war es Reflexionsstufenmodell von Nina Brendel, und man kam damit an die Schule und sagte, partizipatives Forschungsdesign heißt, wir möchten hören, was Sie hier an der Schule bewegt, wie Sie in dem Rahmen, den wir vorgeben, mit Ihren Fragen sich in dem Projekt mit bewegen können. Und das hat damals an meiner Schule, also Job vor 3 Jahren, 4 Jahren, dazu geführt, dass tatsächlich Kolleginnen akquiriert werden konnten und mitgemacht haben und sich dann auch gesehen fühlten und eher, glaube ich, motivierbar waren, als zu hören, da kommt was, wer macht jetzt mit, wer hat donnerstags nochmal eine halbe Stunde Zeit, um sich das anzuhören, alle 2 Wochen, sondern diese aktive Einbeziehung. Und da kann man, glaube ich, auch wirklich mit was sehr Unfertigem da ankommen,
profitiert vielleicht sogar gegenseitig und schafft aber doch auch mehr gegenseitige Aktivität, als wenn man jetzt meint, schon mit recht perfekten Dingen an die Schulen kommen zu müssen. Ist gar nicht nötig. Ich glaube, in dem Vortrag von Ihnen, Frau Scheiter, heute Vormittag, war auf irgendeiner Folie, waren so zwei Zahnräder, ne, die ineinander greifen. Ich habe das Gefühl, das ist genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie heute hier waren und dass Sie jetzt auch, noch nicht zur späten Abendstunde, aber immerhin zur Abendstunde hier nochmal zusammengeworfen haben, was Ihnen so aufgefallen ist und was Sie nochmal zurückgeben möchten. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.